Ciao zusammen, ich bin Jürg und willkommen zum ultimativen Comeback! Von unserem HC Davos! Jawohl, wir gehen mit NHL 19 in eine neue Saison und das mit niemand geringer als mit dem HC Davos. Lange habe ich mir überlegt, mit welcher Mannschaft soll ich die neue Saison hier mit NHL 19 starten und ihr habt mir so viel vorgeschlagen. Aber genau das war der grosse Konflikt für mich. Denn schlussendlich sind so viele Mannschaften gekommen und dann habe ich gedacht, ja, wow, geil, wenn ich diese Mannschaft nehme, dann passt das denen nicht. Wenn ich dafür die von denen nehme, dann passt das denen und denen nicht. Und dann da und wow, ihr wisst, genau das ist das grosse Ding. Ich kann es einfach nicht jedem recht machen. Ich habe mir gefunden, hey, die allererste Saison, die wir mal gemacht haben, war mit NHL 17, also vor 2 Jahren, mit dem HC Davos. Mit dem sind wir da gross geworden, miteinander. Da habe ich gefunden, jetzt ist ein neues NHL draussen. Nach 2 Jahren hat es der HC Davos, meine Mannschaft, nach den Fs. Auf jeden Fall verdient, um wieder einmal eine Saison mit ihnen zu spielen. Es ist mir natürlich auch bewusst, dass manche jetzt werden denken, ja nein, wieso nicht diese Mannschaft, das ist mir alles bewusst. Aber hey, es muss auch mir Spass machen und ich kann es dir absolut garantieren. Wenn wir hier mit dem HC Davos spielen, wird das richtig geil, denn da kommen meine Emotionen pur und ungefiltert zu dir. Hi, aufs Handy, auf den Fernseher, wo auch immer. Über was ich mir auch den Kopf zerbrochen habe, ist wegen Trades. Werde ich machen oder nicht, realistisch, unrealistisch. Ich habe mich dazu entschieden. Ich weiß es einfach noch nicht. Wir werden es sehen. Wenn ihr findet, ja, mach Trades, mach sie realistisch, mach sie unrealistisch, dann selber unterdiskutieren, was wir machen. Und wenn dann Vorschläge kommen, da hol den, mach den, und du findest, nein, hol den nicht, dass er realistisch spielt, dann miteinander unten kommunizieren. Ich werde mir das Ganze reinzeugen, vielleicht sogar noch meine Meinung, mein Senf dazu geben. Das, denke ich mir, ist am geilsten, wenn ihr diskutieren und ich dann aus den Diskussionen rauskriege, wie wir das könnten machen, ob etwas wirklich gewünscht ist oder nicht. Wir wollen einfach 2, 3 schreiben, hey, mach das und das. Und die anderen denken, ja, okay, ich will gar nicht kommentieren. Dann mache ich das, dann kommen nachher dann die das nicht wählen haben, aber dort nicht darauf reagiert haben. Also reagieren auf Sachen, reagieren auf Kommentare von anderen, diskutieren und dann kann ich aus dem Ganzen raus dann filtern, was Mehrheit jemand wird wählen und was nicht. Ich werde dann also keine Umfrage oder irgendetwas machen, vielleicht einmal schon, weiß nicht, aber das ist nicht mein Ziel. Ich möchte mit euren Diskussionen eben hier arbeiten. Bald wird die Action auf Miesfeld für die erste Folge starten. Voran aber noch ein grosser, wichtiger Punkt. Und zwar geht es so um das Kader vom HC Davos, wie es hier im Spiel drin ist und wie es in echt ist. Und da gibt es einen riesigen Punkt. Und zwar der Goalie, Andres Lindbäck. Der ist im NHL 19 nicht drin. Ich habe ihn wirklich gesucht und einfach nicht gefunden. Also habe ich einfach selber gehandelt und den Goalie selber erstellt und zum HC Davos sind zugefügt. Von der Wert her habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, wie gut das er ist, aber als AHL-Goalie, ob wie auch immer, denke ich mir, wird er nicht so schlecht sein und in etwa so einem Niveau von einem Cenoni rum sein. Somit habe ich etwa die Werte gegeben, dort ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, einfach irgendwas mal etwas basteln und denken, ja, könnte vielleicht noch sein. Aber man weiß es ja nicht, er ist nicht im Spiel drin, es ist irgendeine Vermutung von mir. Manche werden jetzt sagen, ja super, jetzt gibst du einen besseren Goal, als was er wo hat. Ja, kann sein, kann aber auch nicht sein, vielleicht hat er schlechter gemacht, als was er in Wirklichkeit ist. Das weiß man einfach nicht. Auf jeden Fall war das meine Entscheidung, ich habe den Spieler drin haben und ob er jetzt so entspricht oder nicht, das einmal dahingestellt, wem es passt, dann passt, wenn es nicht passt, ja, dann passt halt nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt so und ja, ich will da keine Erklärungen machen oder Diskussionen darüber haben. Und wenn ihr über das schreiben, könnt ihr gerne, aber ich werde nicht darauf reagieren. Denn ich will mich nicht selber in etwas reinmanövrieren, wo mir dann schlechte Laune gibt oder was auch immer was, habe ich keinen Bock drauf. Ich will mit euch eine geile Saison spielen, mit dem HC Davos und das kriegen wir her. Wenn ihr da ein bisschen offener und man nicht alles so ernststirnig seht und zu realistisch will haben, dann wenn ihr es so wollt, ja, dann... Das kriegst du bei mir nicht, weil meine spielerischen Künste sind ja auch nicht realistisch. Da geht es einfach um geile Menschen, um Spass haben, miteinander Freude haben, eine geile Saison zu beschreiten mit dem HC Davos. Und die Saison startet mit dem Match Lugano gegen HC Davos und zwar genau jetzt. Wir stehen am Bulli-Kreis, allererster Bulli vom HC Davos in der neuen Saison und wir gewinnen es und machen gerade mal einen Feldpass. Und jetzt wird sich zeigen, wie wir hier im NHL 19 sind. Erster Schuss wird aber blockiert. Hol dir die Scheibe, jawohl, und abprallen. Und da haben wir die erste Kiste mit dem HC Davos. Das ist schnell gegangen, das ist glücklich gegangen, das ist richtig geil. Wir führen, yes! Der nächste Angriff rollt da, Pass, Schuss. Nein, er blockiert. Oh nein, 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 schön, ach komm, heb doch die Scheibe, Goalie. Oh nein, Scheiße. Dazwischen, dazwischen, schön, Goalie, oh mein Gott, danke, Goalie. Wollen wir uns die Dreckscheibe da, nein,
Nein, schön, Goli. Allererster Boxplay, den wir hier raushauen müssen. Oh mein Gott, hey, heb dich fest, danke, Goli. Endlich wieder mal ein Angriff für uns und den nutzen wir doch nicht aus. Erstes Drittel ist vorbei, ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ich hoffe, dass es im zweiten besser läuft. Aber das braucht mir doch die Scheibe und sollte nicht in Unterzahl spielen. Wobei, wir können ja auch in Unterzahl ein Goal machen. Wir kommen einfach nicht zur Chance, das ist unglaublich. Oh, jetzt doch, komm, abprallen! Nein, Mann! Ey. Vielleicht kommt ins berühmt-berüchtigte Bulli-Goal, vielleicht kommt's! Nein, es kommt nicht, wir waren Abpraller auch nicht! Zweites Drittel, Abwehrschlag pur für uns, aber wir kriegen's einigermaßen her. Oh, jetzt endlich mal wieder geschafft, ins gegnerische Drittel zu kommen und mit einem Abschluss, nein! Ach du Scheiße, nein! Jetzt kassieren wir den Ausgleich 8 Sekunden vor Schluss vom zweiten Drittel. Das gibt's doch nicht. Nein! Letztes Drittel. Lugano drückt wieder wie Sau. Danke, Lindbeck. Wie es hasse ich unterzahlt zu spielen. Schön, Goli. Nein, jetzt nicht kassieren. Auch nicht. Ja, schön dazwischen. Schön, Goli. Und jetzt machen wir unseren Angriff und unsere Kiste mit dem Abpraller. Nein. Fuck noch einmal. Im ersten Spiel keine Niederlage und keine Verlängerung oder so etwas. Das muss jeder Goal schiessen. Und vom Goal können schiessen, brauche ich Chancen. Aber die habe ich nicht. Jetzt habe ich die Chance, aber ich versaus mit einem Scheißabschluss. Wir brauchen den fucking Sieg nach 60 Minuten. Also schön rein und jetzt so schnell führen. Komm schon. Kommen, Jungs. Abdrehen da. Doch runter und Schuss! Nein! Fuck noch einmal! Oh, schöner Check. Und jetzt nochmal führen. Jetzt ein paar Sekunden laufen. Hey, ist einer? Da ist einer! Und da kommt der Pass und da kommt der Schuss und er pariert! Das gibt's doch nicht! Nein! Erste Spiele und gerade in Verlängerung. Unglaublich. Aber die gewinnen wir! Oh, das ist der endgültige Angriff und der Schuss! Nein! Und Abpraller! Nein! Hey, nein, die nicht, dass jetzt noch führen kommen. Oh nein, da kommt einer von hinten. Wo sind meine Leute? Der schiesst, Goal pariert. Meine Nerven, es geht tatsächlich auch noch ins Penalty-Schiessen. Scheiße noch einmal. Bitte, ich will das screenen. Da Penalty-Schiessen ist einfach... Jawohl! Wir gehen in Führung. Oh. Aber jetzt müssen wir auch hoffen, dass unser Goalie das Ganze pariert und er verhindert die erste Chance. Jetzt müssen wir aber auch noch eine Kiste machen. Das wäre richtig schön. Mit dem Andres Ambühl. Und was mache ich? Geht das jetzt nicht mehr oder anders One-Handed-Dike? Scheiße. Jetzt sind wir wieder auf unserer Goalie angewiesen, dass er keinen reinlässt und er lässt ihn rein. Scheiße, nein. Hey. Also, bin ich wieder gefordert zum Verwerten. Und? Nein, schlecht geschossen von mir. Du darfst den einfach nicht machen, Junge. Du darfst den einfach nicht machen. Für müssen wir ihn machen. Wir machen den auch. Wir machen den. Au, doch! Ich denke, nein, wie schlecht von mir, aber es hat ihn nicht geklappt. Chivan ist hinter der Linie. Jetzt heb einfach alles, bitte heb einfach alles. Oh. Wir wollen uns aber natürlich nicht nur auf den Goalie verlassen, wir wollen auch so eine Kiste machen. Auch so, aber wir machen sie nicht. Jetzt müssen wir uns auf den Goalie verlassen. Und den muss er heben. Ich will nicht noch länger. Und heb den, wir gewinnen den ersten Match in der Saison. Mit dem Hatsch in der Wolz nach Penalty-Schüssen. Was ist das für ein Nerva-Krimi gewesen? Unglaublich. Oh. Und ich würde sagen, es war zwar nur ein einziger Match gewesen. Ich weiß, im Normalfall werden mehr kommen. Also zukünftig werden 2-3 Matches kommen. Ich weiß noch nicht, es wird nicht nur ein Match sein pro Folge. Aber in der heutigen allerersten Folge, weil wir so einen krassen, heftigen und nervenaufreibenden ersten Match hatten, will ich, dass er so belassen und nicht irgendwas noch ändern mit einem weiteren Match. Ich will es so belassen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das heisst also, wir sind am Ende angekommen von der ersten Folge von der neuen Saison vom HC Davos da mit NHL 19. Ich danke dir fürs Zuschauen. Vergiss natürlich nicht, das Video noch zu bewerten, kommentieren etc. Ihr wisst ja, was alles da ist, was ihr alles machen könnt, um mich zu supporten. Ich bin auf jeden Fall draußen. Danke dir nochmal fürs Zuschauen. Hoffe wirklich, du hast Spass gehabt und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!